Hallo zusammen, einen wunderschönen Mittwochmorgen wünsche ich euch. Ja, wir sind wieder unterwegs hier auf der Hofbergmann Reloaded und wir müssen jetzt ran an eine Arbeit, die ich eigentlich gar nicht gerne mag, nämlich wir müssen pflügen. Er führt kein Weg dran vorbei, aber ich denke mal, ein Großteil der Arbeit werden wir dem Helfer überlassen. Aber mal so ein bisschen den Anfang werden wir selbst machen. So, den einmal auf Parkposition bringen und dann machen wir einfach mal rüber auf das erste Feld. Das ist hier unser Feld Nummer 1. Wir haben ja die gesamten Felder schon gedüngt. Das heißt, die sind ja praktisch dann schon in der ersten Stufe bereit. So, jetzt müssen wir den Pflug einmal drehen. Absenken und dann gucken wir mal. So, dann ziehen wir mal hier ein, zwei Bahnen. Oh. Ich werde es so machen, dass ich jetzt hier einmal geradeaus durchziehe. Dann hat der Helfer das nachher leichter, wenn der den rechten Teil machen wird. Und wir kümmern uns jetzt um das kleine Stückchen hier links vom Traktor. Das machen wir selbst. Und ja, wie gesagt, dann kann der Traktor da alleine weitermachen. So, jetzt erstmal Hochflug drehen. Nee, gar nicht. Ha, Fehler. Hier muss ich so rummachen. Ich habe gelernt, dass das Ende vom Pflug immer in die Richtung zeigt, wo noch nicht gepflügt ist. So. Aber jetzt muss er gedreht werden. Oh. Ich hasse die Bäume hier. Man könnte rein theoretisch ja auch hier mit GPS arbeiten, aber ich finde, das kriegen wir auch so ohne technische Spielereien hin. So. Ups, Rückwärtsgang. Sieht doch ganz manierlich aus, was wir da treiben. So, jetzt werden die Bahnen aber schon so kurz, dass wir nicht mehr wenden werden, sondern einfach schnell
zurückstoßen. So. Zack, Flut runter. Und dann machen wir hier die 3-4 Bähnchen, denke ich mal, sind das noch. Dann lassen wir gleich unseren guten Helfer hier ran und dann kann der das in Ruhe weitermachen. So, guck mal. Haben wir das ja fast schon geschafft hier. Und wir gucken dann mal, was wir denn noch so Schönes hier anstellen können. Ich denke mal, an Arbeit wird es nicht mangeln. So, guck mal, jetzt haben wir das hier erledigt. Jetzt gucken wir mal, ob auch wirklich, ja, die erste Düngestufe ist da. So, und jetzt geht der hier ran. Jetzt müssen wir mal gucken. Hoch, runter. Aber ich glaube, so rum muss das. Ja, gucken, dass er das auch richtig macht. Sieht gut aus. Sieht nicht gut aus. Wo fährst du hin? Das gefällt mir ja nun mal gar nicht, was er da gemacht hat jetzt. Normalerweise sollte der einfach hier längs fahren. Ich lasse ihn jetzt einfach mal machen. Ja, was machen wir denn? Milch. Milch ist eine gute Sache. Wir könnten mal... Da bin ich. Ha, muss erstmal gucken, wo ich hier eigentlich stehe. Wir könnten mal die erste Milch vom Kuhstall abholen und die Richtung unserer Mutterproduktion bringen. So. Komm, fülle auf, mach fertig. Ja, Tür ist offen. Ja, und war klar, dass der irgendwo sich verhaspelt. Dann machen wir das mal so. Dann setze ich den Helfer jetzt einfach mal hier oben an. Und guck mal, was er da fabriziert. Ne? Irgendwie. Komm, jetzt aber. Er macht was. Gut, hier geht's weiter im Text. Jetzt muss ich den da irgendwie rumziehen. Hygienisch vollkommen einwandfrei mit dem Auto hier mitten reinzufahren.
So, und ausleeren. Gut, dann kann hier mal die Produktion beginnen. Was ist eigentlich hier los? Hier haben wir 45.000 noch was Silage. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Ja, was haben wir denn sonst noch? Ah, wir könnten mal zu unseren Ziegen gucken, wie es denn da aussieht. Ah, man hört sie schon, man hört sie. Ach, guck mal, da haben wir Milchkannen. Und immerhin drei sind auch schon voll. Dann nehmen wir die einmal und stellen die schon mal hier draußen hin. Da können wir sie dann nämlich mit dem Autoload-Bucher einfach abholen. Hallo? Da sind 100 Liter drin. Also ist nicht viel, aber besser als gar nichts. Und wir werden es dann so machen, dass wir mit der Ziegenmilch in die Käserei fahren. So, dann nehmen wir jetzt die hier auch weg. Genau, die werden wir schönen Ziegenkäse machen. Das ist doch mal eine gute Idee, finde ich. So, erstmal den Turbogang hier rein. Einmal hier über den Hof rennen. Tick, 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 tick. Gucken, was unser Flügetraktor hier macht. Das sieht doch gut aus und der ist auch schnell bei der Sache. Sehr schön, sehr schön. So, dann könnten wir ja rein theoretisch schon mit dem Säen langsam loslegen beziehungsweise uns vorbereiten dazu. So, na Hundi, den stellen wir einfach mal hier ab und dann holen wir schon mal als Vorbereitungsmaßnahme unsere schöne Horsch-Seemaschine. Ist auch noch relativ voll, das ist auch gut. Da brauchen wir jetzt noch nichts nachzufüllen. Ja, dann packen wir den nämlich schon mal einfach hier oben ran. Dass wir da dann bei Bedarf demnächst loslegen können. So, das war das. Was haben wir denn noch so zu tun? Wir müssen mal bei der BGA gucken. Das ist hier. Hier haben wir 14.000 Einstreu. Und wir haben Biogas, noch nicht so viel. Und hier haben wir Biodiesel, der braucht aber auch noch Zeit. Gut, müssen wir also auch noch nichts machen. Der ist eigentlich ja... halt, doch, Apfelfarm. Haben wir eigentlich das Wasserfass hier irgendwo? Ich habe doch zwei Wasserfässer. Eines
steht da oben. Dann muss das das für ihn hier sein. Genau, da hatten wir Biogas mitgefahren. So war das. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. So, gucken wir mal. Dann packen wir das nämlich einmal hier dran. Wenn wir es treffen. Und dann fahren wir einmal zur Gemüseplantage hoch und holen da einfach mal Wasser. Und bringen das hier runter in unser Hofbassin, dass wir hier mal ein bisschen Vorrat haben. Das war aber knapp, aber gute Reaktionszeit von mir. Muss ich mich doch mal loben. Ha. So, ja, wie gesagt, dann holen wir einmal Wasser. Dann müssen wir halt selbst hochfahren, weil ich habe mir ja zur Regel gemacht, dass wir nur einen Helfer-Cosplay-Fahrer benutzen werden. Und da ja unser Seppel schon am Dingsen ist, am Pflügen müssen wir eben selbst fahren, aber das macht ja auch nichts. So, wir könnten aber auch schon hier das Feld 16 ansehen. Da ist, warum auch immer, muss ich da nicht pflügen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Ja, auf jeden Fall ist es so. Und deswegen können wir da eben schon ansehen. Da werden wir, denke ich mal, wieder oder werden wir Raps drauf machen, um das dann auch wieder direkt in unsere Bio Dieselanlage zu bringen, damit wir eben mal auch so einen gewissen Vorrat an Treibstoff haben, den wir ja dann auf jeden Fall für den Komposter brauchen werden. Da müssen wir eben ran und alle anderen Felder werden mit strohbringendem Getreide angepflanzt, damit wir eben das wirklich mal schön ausnutzen können und den Komposter dann mal wirklich ans Laufen bekommen. So sieht eben aktuell mein Plan aus. Was wir dann anpflanzen, das müssen wir sehen. Ja. Ja, wir haben ja ein Feld mit Weizen schon eben da unten, das ehemalige Rübenfeld, das wir ja untergepflügt hatten. Und ja, dann haben wir ja, können wir ja irgendwie Gerste machen. Ich weiß nicht, was wir sonst hier noch für Getreidesorten im Angebot haben. Hatte ich, weiß ich gar nicht, ob da noch andere Zusatzfrüchte sind, können wir uns ja gleich mal angucken. Hier ist der Ackerschacht. So, gucken wir mal. Naja, ist nur das Standard gedönst. Das heißt also, wir können bisschen Weizen, bisschen Gerste machen. Und dann sehen wir weiter. So. Der ist am voll machen, dann können wir ja mal ganz kurz hier auf die Plantage gucken. Oh. Oh, 98 Rotkohlköpfe sind reif. Das ist doch schön. Das heißt, da können wir in der nächsten Folge mal rangehen und Rotkohl ernten. Das ist doch mal was.
So, aber erstmal geht der hier zurück zum Hof. Also haben wir schon wieder einiges an Aufgaben für die nächste oder nächsten Folgen im Grunde ja schon fast. Wir können anfangen zu sehen, wir können eben die Rotkohlernte machen. Die werden wir als nächstes auf jeden Fall in Angriff nehmen. Da bin ich selbst mal gespannt, wie das denn so funktioniert. Ich habe mir ja diese Fliegelplattform geholt, am Frontlader dran gemacht hier bei dem Traktor, der oben bei der Gemüsegeschichte steht. Und dann gucken wir mal, ob wir damit den Rotkohl so ernten können, wie ich mir das vorstelle. Oh, und der Helfer wird durch ein Objekt blockiert. Gucken wir uns an, wenn wir mit dem hier auf dem Hof sind, beziehungsweise bei dem am Feld 1 angekommen sind. Das ist nicht mehr so arg weit. Dann checken wir mal, was denn da wieder los ist. Ist bestimmt irgendwie ein Baum, den er gefunden hat. Möchte ich schon fast wetten. Ich hoffe, dass wir bald das erste Stroh machen, damit wir endlich anfangen können mit der Mischfutterproduktion, dass die Produktivität unserer Kühe mal nach oben läuft. So, jetzt sind wir hier und ich sehe schon den gelben Punkt. Das ist genau oben auf der Ecke. Da ist garantiert ein Baum. So. Dann ziehen wir mal hier oben hin. Jetzt sag ich doch. Aber frontal dagegen. Aber er hat bis jetzt gut gearbeitet. Kann man nicht anders sagen. Einmal den auch ändern. So, machst du das? Gut, dann machen wir mit dem hier weiter. Oh, ja, Entschuldigung. Ich hab dich nicht gesehen. Ich fahre außen rum. Kein Problem. Sommer wieder. So, gucken mal, dann einmal hier ran. Nicht das Wasserbecken entleeren. Ich möchte den Tank entleeren. Ah, Wasserbecken befüllen. Genau. Gut. Der ist schön am Weitermachen hier. Sehr gut. Jo, dann würde ich sagen, dass wir für heute erstmal Schluss machen und morgen dann in die Rotkohlernte einsteigen werden. Bis dahin. Lasst ein Like da, kommentiert, abonniert und drückt das Glöckchen. Bis dahin, ciao, ciao.